Der Kunstverein Zwickau freut sich sehr, dass er auch in diesem Jahr wieder die Werkstattwoche Druckgrafik und Bildhauerei für Kinder und Jugendliche in der ersten Sommerferienwoche ausrichten kann. Vom 24. bis zum 28. Juni wird im Domhof fleißig gehämmert und in der Galerie am Domhof geschabt. Unter Anleitung der Künstler Annette Fritsch, Jian Biang und Sebastian Habort entstehen Holzschnitte und Bildhauerarbeiten. Am Freitag, den 28. Juni, werden diese Arbeiten im Amtsgericht Zwickau ausgestellt. Das Projekt Werkstattwoche hat eine lange Tradition. Jedes Jahr um diese Zeit haben Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, sich künstlerisch auszuprobieren. Das Anliegen des Kunstvereins Zwickau ist es, talentierte und kreative Schüler aus Zwickauer Mittelschulen und Gymnasien auf besondere Weise zu fördern. Wir machen das jetzt schon zum 32. Mal. Es ist also was mit Bestand, sag ich mal. Aber wir haben immerhin jedes Jahr wieder Zulauf und es macht allen, glaube ich, ganz gut Freude. Und wir haben auch einige Schüler dabei, die mehrfach schon dabei waren. Geplant sind jedes Jahr 20 Stellen, jeweils 10 im Bereich Holzschnitt und 10 bei der Skulptur. Fast immer sind sie voll besetzt. Wir wollen diese Woche die Steinbildhauerei uns angucken wieder, wie die letzten Jahre auch. Es haben sich wieder 8 Kinder bei uns angemeldet zu einem ganz traditionellen Steinbildhauerkurs. So auf die traditionelle Art und Weise gehen wir hier ran. Im Gegensatz zum Holzschnitt wird hier kein Thema vorgegeben. Sebastian Habort inspiriert lediglich. Ich bringe immer ein bisschen Literatur mit, Tierbücher oder manche Kinder haben zu Hause einen Teich mit den Eltern zusammen, wo man dann vielleicht sich überlegt, was könnte man jetzt da für einen Garten machen oder so. Und da sind ganz unterschiedliche Themen, die wir da bearbeiten. Also angefangen von, haben wir hier zum Beispiel einen Karl-Marx-Kopf diesmal dabei. Das finde ich ganz lustig. Die Kinder haben völlig freie Hand und die ausgewählten Motive sind schon wirklich interessant. Wie kommt Mimi auf den Nischel? Meine Kunstlehrerin hat mir das empfohlen, weil ich gefragt hatte, was man da so mal machen kann. Und weil ich dachte, dass es da ja schon eine Statue gibt und man das gleich als Vorlage nehmen kann und ich auch ganz gerne in Chemnitz bin, habe ich mir gedacht, dass ich das versuche. Ich meine, es ist mein erstes Mal Bildhauen. Das ist eigentlich ganz schön schwer dafür, aber so, ich wollte halt eine Herausforderung haben und ja, ich versuche das auf jeden Fall mein Bestes dabei und ja. Nicht weniger anspruchsvoll, aber sicher nicht ganz so außergewöhnlich ist das Motiv, welches sich Sophie ausgesucht hat. Und du hast als Motiv ein Schaf gewählt. Warum? Ja. Der Grund ist ganz simpel. Meine Mama mag Schafe. In diesem relativ frühen Stadium können wir als Laien natürlich schon gar nicht erkennen, wie sich die Kinder so machen. Was sagt der Fachmann? Also wir haben zum Beispiel Teilnehmer, die jetzt das zweite Jahr schon dabei sind und die natürlich dann schon so ein bisschen Erfahrung mitbringen und auch ganz locker dann auch rangehen, weil sie es eben schon mal gemacht haben. Dann kommt es ein bisschen auf die Kondition drauf an, jetzt von der Größe, von der Kraft. Ja, wir fangen ja so ab 12 Jahren, kann man schon mit teilnehmen sozusagen. Da kommt es eben drauf an, wie die Kondition bei den einzelnen Kindern zum Teil ist. Kommt es noch darauf an, was muss man mitbringen? Im Prinzip Lust an dem Stein zu arbeiten und Interesse dafür eigentlich. Und das ist eigentlich immer gegeben. Die Kinder sind immer sehr begeistert und am zweiten Tag dann kaum zu bremsen noch, da am Stein zu arbeiten. Und das sind auch immer ganz tolle Arbeiten, die dann da entstehen in der Zeit. Natürlich sind die Talente nicht gleichmäßig verteilt. Es geht in der Werkstattwoche um das Herantasten an Kunst und der Spaß soll auch nicht zu kurz kommen. Wir haben eigentlich immer, dass jeder Schüler oder Teilnehmer dann auch eine fertige Arbeit mit nach Hause nehmen kann. Wir werden das ja dann auch am Freitag dann im Amtsgericht nochmal ausstellen, die Arbeiten. Und dann ist das immer nochmal so eine Abschlussveranstaltung, wo man so eine kleine Ausstellungseröffnung mit den Kindern initiiert, mit bisschen Musik. Es gibt immer mal 1, 2 Kinder, die dann sogar noch ein Instrument spielen und kleine Rede gehalten wird. Und das ist immer eine ganz schöne Sache, mal so eine Ausstellungssituation dann auch mit den Kindern zusammen zu erleben.
Aber halt, so weit sind wir noch nicht. Wir werfen jetzt wieder einen Blick in die Galerie. Was genau passiert hier? Die Kinder, die nehmen, schneiden Holzplatten mit einer Geschichte. Also diesmal ist immer ein anderes Thema. Diesmal ist es der Garten und ich oder ein Garten und ich, wo also Tiere, Pflanzen und also eine erholsame Stimmung sozusagen dargestellt wird. Gibt das jedes Jahr vor, es ist immer ein anderes, es sind mal Märchen, Novellen, Geschichten, es war auch schon die Stadt Zwickau Thema und dieses Jahr ist es halt so. Ja, wie stellen sich die Kinder so an? Die stellen sich ganz geschickt an. Wir haben also gestern die Entwürfe alle gemacht und besprochen und den Bildaufbau. Und heute geht es an das Schneiden des Holzes. Und bis jetzt hat sich noch keiner einen Finger geschnitten. Und wir hoffen auch, das passiert nicht. Also wir haben da Schutzbretter und Schutzmaßnahmen, dass es eigentlich nicht passieren dürfte. Was passiert dann mit diesen kleinen Kunstwerken? Die kleinen Kunstwerke werden im Gericht ausgestellt am Freitag. 11 Uhr ist die Eröffnung. Es kann da jeder frei dazukommen, wer da interessiert ist und Lust hat. Es sind auch die Eltern und Großeltern und Lehrer eingeladen. Und weiterhin wird, wir können ja mehrfach drucken, es wird dann auch farbig gedruckt, morgen, übermorgen. Und zwar haben wir immer noch einen chinesischen Malwettbewerb, den wir meistens mit bedienen, wo wir dann die Bilder hinschicken. Vom letzten Jahr war es so, dass sogar 4 Kinder einen Preis dort gewonnen haben, also richtig hoch dotierte Preise. Also nicht dotiert, aber einen ersten Preis und einen zweiten Preis, so meine ich das. Und wir wollen wahrscheinlich auch noch was ausstatten, und zwar das Schulamt dieses Jahr. Eine alljährliche Preisverleihung ist nicht vorgesehen. Nein, es gibt nicht immer Preise. Es ist nur, die Arbeiten werden eben verwendet gleich. Die Stadt Zwickau hat ja mit Jan Du eine Partnerschaft und zum Beispiel da schicken wir dann, die haben wir immer einen Malwettbewerb und da werden die Arbeiten auch hingeschickt. Auch die Kinder im Bereich Druck, Grafik hatten Freude an ihrer Arbeit. Die Antworten waren immer die gleichen. Sehr gut. Ich bin auch schon das dritte Mal wieder da und ja, gefällt mir. Also ich schnitze jetzt gerade die Druckplatte, wo wir dann später den Druck davon machen. Ja. Ja, darf ich dich fragen, was du gerade jetzt genau tust? Ich tue hier das Gras ein bisschen ausritzen. Du bist das erste Mal hier? Ja. Und was hast du so für einen Eindruck? Gefällt es dir? Ja, macht Spaß. Ein klein wenig waren sie wohl aber doch neidisch auf die Bildhauer. Bei so einem Wetter ist man doch lieber draußen. Natürlich können auch die kleinen Künstler der Druckgrafik ihre Werke mit nach Hause nehmen, sogar mehrfach. Wir können ja da so 4, 5 Drucke machen von der Holzplatte. Man kann noch mehr machen, nur mehr schaffen wir nicht in der Woche. Und da können Sie natürlich auch 2, 3 selber mitnehmen. Ne? Wie sieht es eigentlich mit dem Nachwuchs im Kunstverein aus? Ja, es könnte ein bisschen sich verjüngen noch. Ne? Also wir haben auch so Mittelalter dabei. Aber ja, es ist wie in allen Vereinen, ne? Dass wir zwar uns viel mit Kindern und Jugendlichen auch beschäftigen und die auch dabei sind, aber dass eben dann erstmal so die Phase der Ausbildung und des Neufindens kommt. Und das merken wir natürlich auch eigentlich fast in allen Vereinen. Wenn Sie sich jetzt beim Zuschauen Appetit geholt und selbst Lust haben, etwas Eigenes zu kreieren, alles ist möglich. Ich würde sagen, am Ende hier an den Kunstverein in Zwickau sich wenden. Und es gibt ja mittlerweile auch eine Jugendkunstschule hier, die jetzt sich da etabliert hat. Und das ist, glaube ich, der erste Weg, jetzt hier sich an die Galerie oder an den Kunstverein zu wenden. Ja. Wenn es Sie interessiert, wie die fertigen Kunstwerke der Schüler aussehen, dann schauen Sie doch beim Amtsgericht Zwickau am kommenden Freitag vorbei. Es lohnt sich bestimmt.